Hi Leute, einige von euch hatten ja die Bitte, mal zu zeigen, wo ich denn wohl Urlaub mache. Und das mache ich jetzt auch einfach. Und zwar bin ich hier in Winterberg. Ihr seht schon, hinter mir ist der Bikepark. Hier kann man richtig schön Radfahren. Das kann man nicht anders sagen. Die ganzen Skilifte in Winterberg sind jetzt umgebaut worden für, das sind die wahrscheinlich ganzjährig. Für Fahrräder. Man kann also einfach sein Mountainbike mitnehmen und dann kann man hoch und runter fahren. Und ist auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Hier vorne haben wir so einen kleinen Anfängerhügel. Vorne ist so ein kleiner Anfängerhügel bzw. Anfängerpiste. Und hier kann man auf jeden Fall das Biken dann üben. So, ich bin hier fast umgekippt. Das kann man hier machen. Da vorne ist auch direkt die Bobbahn. Also hier ist alles fußläufig zu erreichen. Da vorne ist die Bobbahn. Skilift hatte ich schon gesagt. Sommerrodelbahn. Hier kann man wunderbar wandern. Und ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Genau. Und das wollte ich euch einfach nur einmal gezeigt haben. Achso, generell vielleicht noch, also das ist richtig für Profis, diese Strecken. Für Profis und Anfänger natürlich. Das sind auch einige echte Sprünge dabei und so. Also die habe ich jetzt nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe echt nur so diese Anfänger Strecken wirklich gefahren, wo wirklich sicher ist, dass ich mich hier auf den Bart lege. Ich bin generell auch eher ein Schisser, was sowas angeht, aber man versucht ja immer auch ein bisschen aus sich rauszukommen bzw. mal was anderes zu machen, und das war einfach cool. Also wir sind heute gefahren, leider hat mein Bruder sich was am Handgelenk getan, aber also es ist jetzt nichts Schlimmes, das hatte er schon vorher, das ist einfach noch wieder aufgegangen. Deswegen sind wir jetzt schon fertig und deswegen, das wollte ich euch nur einmal mitgeben. So, also dieses Video war jetzt auch gar nicht so geplant, aber ich habe gerade einfach ein bisschen Zeit und deswegen zeige ich euch das mal. Da vorne könnt ihr schon sehen, da ist ein Jump Tower, aber ehrlich gesagt, ich bin da nicht runtergefahren, das wäre mir zu krass. Also ich springe da direkt dann auf die Strecke drauf und ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Jetzt will er gerade nicht fahren. Doch, da kommt er. Und nee, will er gerade nicht. Okay. Zeige ich euch jetzt nochmal. Vielleicht sehen wir noch. Ist auch wieder ein bisschen windig hier, sorry dafür, aber das bringt Mutter Natur so mit sich. So. So, und hier ist der Skilift. Seht schon. Hier ist der Skilift, da kommen die ganzen Fahrradfahrer dann nachher oben an. Das ist richtig schön gelöst, ne? Wenn im Winter einfach, klar, im Winter sind das die Skifahrer, die da runterkommen. Und jetzt sind es die Mountainbike-Fahrer. Genau, hier kann man auch noch Schneekanonen sehen. Genau. Und ja, genau. Also so sieht das hier aus. Juppa. So, und auch direkt hier oben findet man die Veltins Eis Arena. Hat also nichts mit unserer Arena zu tun, sondern das ist die Bobbahn hier in Winterberg. Und man kann jetzt auch aktuell nicht drauf, ist alles abgesperrt. Macht ja auch Sinn, ne? Wir haben ja keinen Winter. Aber ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich glaube, die haben noch sehr viele andere Attraktionen hier, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Sommerrodelbahn habe ich drüber gesprochen, aber es gibt auch einen Kletterpark zum Beispiel. Und
Das ist schon richtig gut, was hier geboten wird. Ja, Leute, und so sieht das dann hier aus. Das war's für heute. Das sind, glaube ich, ja, ein, zwei Eindrücke jetzt einfach gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut. Glück auf. Ciao.